Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Hirnpimper. Mein Name ist Hanna Tönis und ich unterrichte die Fächer Mathematik und Biologie. In diesem Video geht es um Terme und Variablen. Zuerst schauen wir uns an, was genau sind Terme. Also, los geht's. Was sind Terme? Terme sind sinnvolle Rechenausdrücke, wie zum Beispiel 3 plus 5 oder 3 mal 4 minus 8. Mit diesen Rechnungen kann ich was berechnen. Ein Gegenbeispiel wäre 3 plus, Klammer auf, mal 5. Hier kann ich nichts berechnen. Somit ist es kein Term, also durchstreichen. In die Terme kann ich auch Variablen mit einfließen lassen. Aber was sind jetzt Variablen? Variablen werden durch Buchstaben aus dem Alphabet dargestellt, allerdings aus den kleingeschriebenen Buchstaben. Und wofür werden sie gebraucht? Als Platzhalter für Zahlen, Gegenstände oder für etwas Unbekanntes. So, jetzt wird es Zeit, diese beiden Themen miteinander zu verbinden. 3 plus 5. Diesen Term kann jeder berechnen, denn 3 plus 5 ist gleich 8. Jetzt kommen die Variablen dazu. Wir rechnen mal mit Playstations. Also 3 Playstations plus 5 Playstations gleich 8 Playstations. Für die Spielekonsolen nehmen wir jetzt die Abkürzung das P. Dort steht dann 3P plus 5P gleich 8P. Und schon haben wir mit Variablen gerechnet. Und ihr habt gemerkt, es war gar nicht schwierig. Ganz wichtig dabei, ihr dürft immer nur Terme miteinander verrechnen, die gleiche Variablen haben. Nehmen wir mal ein Beispiel. P steht für PlayStation und X für Xbox. PlayStation und Xbox dürfen nicht miteinander verrechnet werden, denn es sind zwei völlig verschiedene Spielekonsolen mit völlig verschiedenen Spielen. Also nicht zusammenrechnen. Als Beispiel 3P, also 3 PlayStation plus 4 Xbox plus 5 PlayStation. Denkt dran, nur die PlayStation dürft ihr miteinander verrechnen. Das Ergebnis daraus ist 8P plus 4x. Noch ein kleiner Hinweis. In der Mathematik lassen wir gerne mal Rechenbefehle weg oder Rechenzeichen. Besonders oft und gerne das Mal. Also zwischen einer Zahl und einer Variable steht immer ein Mal. Und eine Variable steht niemals alleine. Wir lassen nur immer gerne die 1 davor weg. Also wenn da steht x, ist es immer automatisch ein x. Zum Schluss fassen wir nochmal kurz zusammen, was wir in diesem Video gelernt haben. Zuallererst, was sind Terme, was sind Variablen? Und das zweite, worauf muss ich achten, wenn ich Terme mit Variablen verrechnen möchte? Um das Gelernte anzuwenden, geht auf die Homepage hirnpimper.de und ladet dir die Übung zum Video runter. Falls dir dieses Video gefallen hat, abonniere unseren Kanal und lass uns ein Like da. So, das Video ist vorbei. Kevin, du kannst jetzt endlich wieder wach werden. Du hast natürlich nichts mitgekriegt, aber zum Glück kannst du dir ganz oft angucken. In diesem Sinne, tschüss!